Geht's dir gut? Ja. Alhamdulillah. Du weißt, was wir heute mit dir vorhaben? Ja. Mashallah, mashallah. Wie bist du darauf gekommen, den Islam anzunehmen? Mein Partner ist seit Geburt, also der ist mit dem Islam aufgewachsen. Ja. Und wir kennen uns jetzt schon seit über 10 Jahren. Und ich habe mich auch seit über 10 Jahren schon immer damit beschäftigt, immer das Interesse dafür gehabt. Also bist du überzeugt vom vollstem Herzen. Auf jeden Fall, ja. Alhamdulillah. Dein Partner war so ein bisschen ein Motivator so für dich, dass du auch den Islam annimmst. Okay, Alhamdulillah. Ja. Also er legt schon Wert darauf, dass du auch, Alhamdulillah, in das Paradies kommst und dass du nicht Ja. ein etwas anderes Ende erfährst, inshallah. Genau, auf jeden Alhamdulillah. Fall, ja. Alhamdulillah, Valentina. Das heißt, es gibt Gutes in deinem Partner und inshallah möge Allah euch dann zum Guten verhelfen, dass ihr das Ganze erlaubt macht, auf dass ihr den Segen von Allah bekommt. Ja. Amin. Dann sprich mir nach, Valentina, damit wir dich auch nicht zu sehr belasten. Wir sagen das erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch. Ja, okay. Ashhadu Ashhadu an an la, an ja, la la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa wa ashhadu Ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulu Rasulu Allah. Allah. Dann sagen wir das Ganze auf Deutsch. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, angebetet werden darf, außer Allah. außer Allah. Und ich bezeuge, Und ich bezeuge, dass Muhammad dass Mohammed sein Gesandter ist sein Gesandter ist und dass Jesus sein Gesandter ist. und dass Jesus sein Gesandter ist. Alhamdulillah. Das war das Beste, was du in deinem Leben machen konntest, Valentina. Und ich sage dir vom offenen Herzen und als jemand, der dir ein guter Ratgeber ist, Allah hat dich nur zu diesem Schritt geführt, damit er dir nicht das antut, was viele Leute leider erfahren werden, weil sie zu stolz sind, Allah anzubeten, obwohl er sie erschaffen hat. Und daher Ja. behalte diesen Moment im Herzen und denke immer daran, du wirst immer mit guten und schlechten Zeiten leben, aber welche Zeiten auch immer, du wirst immer Allah brauchen. Und Allah erfreut sich, wenn sein Diener sich ihm zuwidmet und wenn er niemanden anruft, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wirst du alle Schwierigkeiten überwinden und zum Schluss wird Allah dir für deine Geduld das ewige Paradies geben. Ist das ein Angebot? Alhamdulillah, das freut mich sehr, Valentina. Bitte bleib mit uns im Kontakt, denn du wirst noch einiges Schönes von uns bekommen. Denn eine Frau, die sich unterwirft und an niemand anderen glaubt, außer an Allah und die Allah liebt, so ist das für uns auch eine große Freude. Und wir würden uns gerne erkenntlich zeigen, dass wir dir auch was zuschicken, Valentina. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und ab jetzt hoffe ich, dass ihr dann das Ganze, was ihr früher nicht so richtig in Ordnung gemacht habt, korrigiert und jetzt mit dem Segen Allahs heiratet, inshallah. Das machen wir. Alhamdulillah, das freut mich und deine Tränen bekunden, inshallah, dass du bi-idhnillah ta'ala das Ganze nur für Allah gemacht hast. Möge Allah es von dir annehmen. Alhamdulillah. Es sind Tränen der Freude. Es gibt Leute, sie weinen wegen anderem, Valentina. Aber dann gibt es Tränen der Freude. Das ist einfach, dass Allah in dem Moment alles Schlechte hinwegnimmt und einem die Tür zu der Freude, zu der tatsächlichen Freude öffnet. Und diese Tränen sind besser als die Tränen der Reue und die Tränen vom Falschen, dass man irgendwann nicht mehr die Chance hat, dieses wieder gut zu machen. Alhamdulillah, Allah hat dir hier schon in dieser Welt diese Möglichkeit gegeben, dass du bei ihm bereust. Alhamdulillah. Und wir danken dir für alles, Valentina. Möge Allah euch segnen und euch von allem schlechten Dankeschön. Übel abwenden. Und möge Allah euch beiden das Paradies geben. Amin. Danke. Assalamu alaikum, Valentina. Wir sagen immer Assalamu alaikum ab jetzt. Alaikum Mashallah.